Redstone habe ich. Okay, wenn mich jetzt was angreift, war es das für diese Runde auch schon wieder. Megalodons. Sind hier noch mehr? Scheint hier nicht der Fall zu sein. Da ist noch ein Triceratops. Ich muss später erstmal die... Erst einmal die... die Lophosaurier loswerden. Und vielleicht noch... Wow, 7. Oh, und ich brauche noch einen Thatch. Verdammt. Geht Leben denn hoch? Ja, geht. Das ist echt nicht einfach, das Spiel. Es ist echt nicht einfach. Aber ich habe mir jetzt ziemlich längeres Let's Play gestern auch noch angeguckt von einem amerikanischen Typen. Der war richtig gut. Und es gibt noch so viel zu entdecken in dem Spiel, deswegen will ich noch eigentlich durchhalten und versuche mir hier was aufzubauen. Das müsste jetzt genug Thatch. Was war das? Oh Mann, ey. So, Craft Item. Kaum Leben. Aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Wir müssen auf jeden Fall Thatch finden und Hide. Damit wir uns eine Rüstung machen können. Kann ich das auch abfarmen? Nee. Das auch nicht, doch. Eine Rüstung, ein paar Speere. Und dann wäre es ganz toll, wenn wir uns mal ein Dino... Ich würde gerne mit einer Schildkröte, glaube ich, anfangen. Ich glaube, dass sie nicht ganz so schnell sind, dass wir die dann mit einer Fletsche erledigen können. Sobald wir genug Steine haben. Oh, ein Brontosaurus. Und die, so eine Schildkröte würde uns vielleicht im Kampf ein bisschen helfen. Und vor allen Dingen hat die viel Platz. Das heißt, man kann da viel reinlegen in die Schildkröte und als Inventarplatz sparen. Ich will den eigentlich noch nicht ganz so wegkloppen, weil der uns vor den Dilophosauriern ganz gut schützt. Ich gehe mal hier rüber, um Steine zu farmen. Ich hoffe, ich habe genug Wood, um die zu reparieren. Warum kann ich die eigentlich nicht hier raus reparieren? R, Repair oder so? Warum geht das nicht? Frage ich mich. Immer wieder rausnehmen, dann wieder reinlegen, ist ein bisschen umständlich. So, aber so langsam füllt sich unsere Lebensenergie auch wieder auf. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Ich hoffe nur, ich habe nicht bei den Einstellungen grundsätzlich erstmal was falsch gemacht, dass es so schwer ist. Aber ich habe auch schon von vielen anderen gehört, dass das Spiel nicht einfach sein soll. Insofern schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Torch hätte ich auch gerne wieder. So, sammeln wir mal noch ein bisschen Wood. Überall sind Feinde. Überall. Da frage ich mich, wie ich dagegen bestehen soll. So. If it's... Warum kann ich denn immer noch nichts... Ach, nicht Thatch. Wir brauchen ja Fiber dafür. Ich horst.
Ich horst. Das heißt, wir müssen hier einfach schön durchs Gras gehen. Und alles abfarmen. So ein Mist. Na? So. Ja, nicht gerade so spannend gerade, aber ich überlege unser weiteres Vorgehen. So, Head kann ich schon mal machen. Charybdis müsste jetzt mal aufhören, mir so viel zu schreiben. Was schreibt er denn? Was schreibt er denn? Okay. Und Moment, ich mach mal eben auf lautlos. Zack. So, Head haben wir zumindest schon mal. Das ist ja klasse. Dann können wir auch direkt wieder unseren coolen Hut aufziehen. Yeah! Damit fühle ich mich schon viel sicherer. Fiber und Hide. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch noch jagen gehen. Kann ich mir einen neuen Speer machen? Nein, mir fehlt Fiber. Boah, ohne Dinosaurier ist das echt mühselig. Vor allem, wenn man immer wieder stirbt, das. Obwohl, man kann, glaube ich, seine Sachen zurückholen, wenn man stirbt. Entweder gibt es da eine Tasche oder man findet seinen toten Körper. Den eigenen. Von daher. Ich überlege gerade, ob wir nicht, wenn wir hier eh ständig neu anfangen, ob wir dann nicht doch mal rübergehen auf einen Server. Was haben wir denn jetzt? 35 Minuten. Okay, nee, dann haben wir jetzt gerade erst 5 Minuten eine neue Folge. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch die 10 Minuten hier voll. Guck mal, wie weit wir kommen. Und dann schaue ich mir mal an, ob ich einen schönen Server finde. Einen öffentlichen. Am besten einen ohne PvP. Dass wir da vielleicht mal Leute finden, die uns helfen wollen. Einfach nur, dass wir hier mal weiterkommen. Wir sehen jetzt seit, weiß nicht, wie viele Folgen immer nur das Gleiche. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Von daher, ich mache mal direkt zwei Speere. So, gibt es nicht noch irgendwas, was nur Fiber braucht? Ja, die Hose. Die Hose und das Shirt. Aber dafür brauchen wir gleich so viel Fiber. Aber die will ich mir eben noch schnell machen. Eben noch schnell vor allen Dingen. Bevor wir versuchen, dann auf die Jagd zu gehen. Toll. Jetzt kriege ich wieder kein Fiber. Jetzt kriege ich nur Beeren. Die mir erstmal überhaupt nichts bringen. Es wäre cool, wenn man dann den getämten Dinosauriern auch noch Befehle geben kann. So, sammel mir das oder was? Das wäre auch cool. Aber im Prinzip eigentlich wie, ne? Kann er nicht die Dinosauriersprache auf einmal plötzlich da. Wobei es auch mal interessant wäre, die Story zu erfahren. Warum sind wir eigentlich hier? Warum gibt es hier Dinosaurier? Was hat es mit diesem eingepflanzten Ding im Arm auf sich? Das wäre alles vielleicht mal ganz interessant, auch mal irgendwann herauszufinden. So, wie viel Fiber habe ich? 32. 8 noch fürs Shirt. Und dann noch 50 für die Hose. Warum braucht man eigentlich mehr für die Hose als für das Shirt? Das ist fraglich für mich. Wie viel gibt das denn eigentlich? Armor 10, okay. 10 Verteidigung gibt das einem. So, jetzt will ich aber noch die 50 sammeln. Für die Hose. Und dann gehe ich mal auf die Jagd und wenn wir dann sterben, dann werde ich, glaube ich, mal auf einen Server wechseln. Und da mal mein Glück versuchen.
Oh, hier kriegt man viel Fiber. Von so Gräsern. Na gut, was heißt viel, ne? Mein Gott, ey. Gras hier alles ab. Verdammt nochmal. Gib mir Fiber, nicht so viele Berries. Ist doch völlig egal. Hauptsache, mich greift jetzt hier wieder nichts an. Boah, mich ärgert das, ey. In der Lagune ist ein Raptor, bei uns zu Hause ist ein Carnotaurus. Das ist echt... Ich habe echt viel Pech hier in dem Spiel. Das ärgert mich ein bisschen. Ich komme hier null weiter. Und das ist dann für euch natürlich auch nicht ganz so spannend. Übrigens ist mir mal aufgefallen, soll ich vielleicht mal die Minecraft-Playlist hier im Hintergrund laufen lassen? Ich meine, das könnte ein bisschen stören, wenn die Kampfmusik kommt, aber... So zwischendurch, jetzt hier ist ja gar nichts an Musik. Dann hört ihr wieder nur meine Stimme, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, ne? Müsstet ihr mir auch mal sagen, was ihr da besser findet. Vielleicht probiert es auf dem Server einfach mal aus, dass ich die Musik da laufen lasse. Müssen wir mal gucken. So, wie viel Fiber habe ich? 63, perfekt. Sehr gut. Das kann ich jetzt bauen. Dafür brauche ich Hide. Das heißt, wir müssen jetzt jagen gehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich weiß nur noch nicht, was wir jagen gehen. Am liebsten hätte ich ja gern Dodos. Aber ich werde es jetzt mal mit diesem Dilophosaurier versuchen. Alter, ich habe voll daneben geschossen. Ja, jetzt habe ich natürlich meinen letzten Speer. Na toll, jetzt ist der Speer auch noch gebrochen. Wo ist der andere? Da. Ich habe mich ihn eingesammelt, ja. Okay, der scheint zu hängen. Den können wir erwischen. Shit. 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 You were killed by the Dilophosaurus Level 3. Irgendwie macht das keinen Sinn. Ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen was falsch gemacht bei den Einstellungen. Das ist doch, eigentlich kann das doch nicht so schwer sein. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen auf den Server. Mache ich das jetzt nahtlos? Ich habe keinen Server, keine Ahnung. Ich kenne leider keinen. Nee, ich würde sagen, hier, das dauert sowieso immer so lange. Wir sehen uns gleich auf dem neuen Server. Ich werde euch wahrscheinlich auch zeigen, auf welchen ich gegangen bin, damit wir vielleicht auch mal zusammenspielen können. Mal schauen. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wahrscheinlich. Dann war die jetzt ein bisschen kürzer. Tut mir leid, aber nächstes Mal dann auf einem Server. Bis gleich.